So, nachdem es letztes Mal ja ein bisschen abgeschmiert ist, nachdem ich versucht habe, mit diesem Mönch hier zu spielen, habe ich mal gegoogelt. Und es ist totale Zeitverschwendung, mit diesem Mönch zu spielen. Denn über GOG.com kann man das Spiel ja auch kaufen. Ich habe es aber über Steam. Und anscheinend scheint es aufzuhängen, weil dieser GOG.com, also der macht dann Werbung für GOG.com. Und ja. Weil ich das über Steam habe, hängt sich das anscheinend auf. So hat mir zumindest Google gesagt. Ja, naja. Aber mit diesen Leuten hier kann man auch spielen. Sehe ich recht? Der Hexer Geralt? Worum geht's? Mein Cousin aus Vysima sagt, du seist ein ordentlicher Würfelspieler. Schon? Wenn es sich herumspricht, dass wir gute Spieler haben, kommen noch mehr gute Spieler. Und dann steigen die Einsätze. Wenn Einar Gausel käme oder Sigurta. Das sind wahre Meister. Wie sieht es aus? Spielst du? Ja, lass uns eine Runde würfeln. Na klar. Wir spielen nur zum Spaß hier. Zündran allerdings hält sich für einen Meister. Ich spiele eben nicht mit jedem. Zeig du erstmal, was du drauf hast. Okay, ich spiele eine Runde mit Bendeck. So, wir setzen 10. Er hat auch gesetzt. So, jetzt muss ich die Würfel mit der rechten Taste würfeln, aber nur ganz vorsichtig. Denn sonst fliegen die raus. Okay. Was hat er denn? Er hat 1, 2, 3, 4 und 6, glaube ich. Also, ich habe... Was habe ich denn? Ich habe 5, 2, 3, 3... Ich werde mal diesen Würfel auswählen und nochmal würfeln, diesen Würfel und diesen Würfel. Ich behalte mein Pärchen, was ich da habe. Setze nochmal 10. Er hat da nicht eine recht gute Hand, ey. Das ist nicht gut für mich. Ah, ist nichts bei rumgekommen bei mir. Aber ich habe gewonnen. Denn er hat eine 1, 2, er hat gar nichts. Ein Pärchen 5er hat er. Ne, 6er. Ne, gar nichts. 1, 2, ihm fehlt die 3 für eine Straße. Und ich habe hier ein Pärchen 3er und ein Pärchen 4er. 2 Pärchen habe ich. Okay. Du hast gewonnen. So. Dann werde ich normal spielen mit, Spielen wir? Ja. Mit dem anderen. So. Nicht die Würfel rauswerfen lassen. Hat er denn so? Was habe ich denn so? Also ich habe ein Pärchen 6er, das ist schon mal ganz gut. Ich werde diesen hier und diesen hier nochmal würfeln lassen. Was hat er denn so? Er hat ein Pärchen 2er. Hat er auch nicht. Ja. Ein Pärchen 6er ist natürlich besser. So. Naja, ist nicht viel mehr rumgekommen. Aber ich habe gewonnen. Weil er nur ein Pärchen 2er hat und ich habe ein Pärchen 6er. Oh Mann. Mit viel Glück gewonnen. Du hattest Glück. Ich will Revanche. Pass auf den linken Haken auf. So, jetzt kann ich mit Zintram, glaube ich, spielen. Mal gucken. Was? Würfeln wir? Was ist? Spielen wir? So. Jetzt kann ich auch gegen den hier spielen. Wenn ich jetzt nochmal gegen ihn gewinne, dann habe ich gegen alle drei gewonnen. Oh, das war schon hart an der Grenze vom Rauswurf. Was habe ich denn da? Ich habe ein Pärchen 6er. Ich nehme den Würfel. Den Würfel. Er hat ein Pärchen 2er. Und ein Pärchen 4er. Oh Mann. Ich brauche auf jeden Fall ein zweites Pärchen. Oder ein Drilling. Oh, ich habe... Ich habe gewonnen. Womit denn? Mit 2 Pärchen. Ein Pärchen 4er und ein Pärchen 6er habe ich. Wunderbar. Du hast gewonnen. Willst du Revanche? Nein. Versuch's mal gegen Einar Gausel aus dem Handwerkerviertel. Gewinnst du gegen den, mischt sich vielleicht sogar Sigurta mit dir. Danke. Einar Gausel also als nächstes. Okay. Wer ist das? Redet wenig. Aber... Da lang. So.
Wenn wir mal mit den ganzen Leuten hier reden, also mit Rittersporn, Roche und Zoltan. So, let's go. Ach, Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heda, Wirt, bring Schnaps. Oh, Triss kommt auch dazu. Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Soltans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War der wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Rittersporn, du verschluckst dich noch. Oh, okay. Erstmal, was ist mit deiner Hochzeit, Soltan? Was ist passiert? Die Breckenricks haben die Verlobung gelöst. Irgendein Krummschwanz hat herumgetratscht, dass ich mich dem Aufstand in Wysima angeschlossen habe. Mein beinahe Schwiegervater duldet keinen Aufrührer, Banausen und Dämlack in der Familie. Wirt, wo bleibt der Schnaps? Eins nach dem anderen. Eine Woche nach dem Tod des Großmeisters kamen wir nach Mahakam. Wir kauften eine tolle Doublette für Soltan, dazu Schuhe von Giribuldi, für Eudora einen faustgroßen Jadeit. Wir haben uns verausgabt bis auf den letzten Oren. Und Rittersporn hat mir im Etablissement Enge Pforte noch einen Junggesellenabschied ausgerichtet. Tags darauf waren wir bei den Breckenricks, plauderten ein Weilchen mit ihnen über die Überlegenheit der Bergwerkskunst von Mahakam. Dann ging's zu Tisch. Als ich schon glaubte, alle Geheimnisse des Montanwesens zu kennen, wurde die Suppe aufgetragen. Da wurde es mucksmäuschenstill und der alte Breckenrick sagte, ein echter Zwerg arbeitet im Bergwerk und jagt nicht den Kriegsruhm hinterher. Du wirst es nicht glauben, Geralt. Sie haben ihm Schwarzsauer serviert. Pechschwarz. Sie müssen es mit Kohle gekocht haben. Nun lasst uns essen, fügte er noch hinzu. Dann schlürfte er einen ganzen Teller von diesem Schweinefraß leer. Dieser alte Schafsbock soll sein Bergwerk doch über ihm zusammenbrechen. Okay. Loredo sagt, du hältst es mit den Scoia'tael. Stimmt das, Soltan? Du kennst mich doch, Geralt. Ich habe in meinem Leben schon dies und das getan. Aber ein Bandit bin ich nicht. Die Scoia'tael halten sich auch nicht für Banditen, wie wir wissen. Aber ich bin kein Scoia'tael. Gut zu wissen. Rittersporn. Seit wann arbeitest du für Roche? Als du Temerien vor dem Großmeister und seinen Mutanten gerettet hast, hat dir das niemand vorgeworfen. Ich mache dir keinen Vorwurf, ich frage nur. Du kannst tun, was du willst, bist ja erwachsen. Jetzt übertreibst du aber. Lacht nur, lacht. Ich habe beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Früher hast du für Redanien spioniert, jetzt tust du es für Temerien. Manche würden dich einen Verräter nennen. Von der Poesie allein kann man nicht leben. Ich bin ein Weltbürger. Solange ich nicht Kaiser M hier diene, tue ich nichts Unrechtes. Komm schon, Geralt. Der spioniert ein bisschen herum, bis es ihn langweilt. Du kennst ihn doch. Ah, okay. Und noch die letzte Dialog kommt schon, der Drache. Der Drache? Tja, der ist dort eben aufgetaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Wo hatten die Lavalettes den denn plötzlich her? Er soll ja groß wie eine Scheune gewesen sein und für sie gekämpft haben. Drachen sind nicht für politische Parteinamen bekannt. Vermutlich hatte er einfach nur sein Gelege in der Nähe. Hättest du ihn nicht vertrieben, hätte Foltest die Burg nicht erobern können. Möglich, aber das ist Spekulation. Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravell. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. So, wir werden nochmal die optionalen Dialogoptionen nehmen. War es wie immer oder ist was dabei rausgekommen? Es war wie immer. Die einzige Hoffnung ist Johann Nathalys.
Der Sieger von Brenner, Foltests Vertrauter. Mhm. Während der Beratungen war er ein paar Tagesreisen von der Burg entfernt, mit 2000 Mann unter Waffen. Er soll den Frieden garantieren, bis ein akzeptabler Monarch gefunden ist. Das Herrschen könnte ihm gefallen. Glaub ich nicht. Natalis ist Soldat. Er hat weder das Zeug zum Herrscher, noch will er einer sein. Aber er hat die Armee hinter sich. Richtig. Darum ist er imstande, Frieden zu garantieren. Einen bröckligen zwar, aber immer noch besser als Bürgerkrieg. Außerdem ist er enorm verschuldet bei der Zwergenbank, deren Haupteignerin Philippa Eilhardt ist, eine Zauberin. Was war mit den Zauberern? Eben, wo waren die grauen Eminenzen dieser Welt, als sie gebraucht wurden? Waren nicht eingeladen. Ich übrigens auch nicht. Aber die Zauberer, besser gesagt einige einflussreiche Zauberinnen hinter den Kulissen, wussten die Krönung von Graf Kimbold zu verhindern. Ich habe mal an seinem Hof gesungen. Er hat nicht bezahlt und den reinsten Schweinefraß aufgetischt. Wenn der König wird, verdufte ich aus Temerien. Okay, okay. Schluss mit Politik. Schluss jetzt mit Politik. Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt hatten. Er wusste gut Bescheid. Was hast du denn dort gemacht? Ich sollte den König beschützen. Seit dem ersten Anschlag hat Foltest mich als seinen Talisman betrachtet. Er befahl mich für die Schlacht an seine Seite. Dann trennte der Drache uns von der Armee. Der Königsmörder war als blinder Mönch verkleidet. Er ließ den König die Kinder begrüßen, wartete, bis ich mich ein Stück entfernt hatte, und schnitt ihm dann den Hals von einem Ohr zum anderen durch. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss, wo Jorvet Skojatel auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Schöne Sache. Leute, rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Hier ist Ungeheuer. Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Kairan. Erkunde, was am Kai passiert ist. Ja. Das werde ich dann, glaube ich, auch mal... Was? Vernon, warum liegst du da so rum? Geralt, was ist denn? Wir sind in Flotsam angekommen, haben den Mörder gesehen, haben uns mit so ziemlich allen angelegt. Was nun? Da sich der Königsmörder in der Obhut Jorvets befindet, müssen wir sie beide fassen. Nach Elfen im Wald zu suchen, heißt so viel wie den Tod zu suchen. Wir nehmen Loredos Einladung an. Er mag ein dumpfer Trottel sein, der an der Spitze eines Haufens Nieten steht. Aber es ist sein Terrain. Er könnte uns noch nützlich sein. Du bist der Anführer von Foltests Spezialkräften. Und der Kommandant einer temerischen Garnison schert sich einen Dreck um dich? Nur zu deiner Information. Die blauen Streifen sind beim gemeinen Volk nicht gerade beliebt. Das geht allen so, die dreckige Arbeit verrichten. Aber Loredo ist selber Soldat. In so ein Loch im Grenzgebiet schicken sie immer das übelste Gesindel. Unfähige Idioten, die sich vor dem dreckigen Pöbel mit ihrer Macht brüsten. Ein völlig abgeschiedenes Städtchen von Skojatel bedrängt. Du fühlst dich sicher ganz in deinem Element, Roche. Flotsam ist nicht irgendein Städtchen, Geralt. Sieh mal, Temerien, Redanien, Kedwin und Edirn, die größten Königreiche des Nordens. Und was verbindet sie? Das Pontartal. Ein Stück Land, um das sie sich seit Generationen streiten. Genau. Und hier haben wir Flotsam, im Grenzgebiet von Temerien und Edirn. Und Kedwin, das jenseits der Moore auf Lauer liegt. Am äußersten Rand des Pontartals. Wie mit Gewalt zwischen alle hineingequetscht. Hier treffen die wichtigsten Handelsrouten zusammen. Jede Karawane muss durch Flotsam durch. Jeder, der hier mit seinem Boot den Fluss entlang will, muss Loredo Tribut entrichten. Angeblich hat Hänsel schon eine Armee beisammen und rückt nach Wergen vor. Bald steht das Pontartal in Flammen und wir, Geralt, sitzen in Flotsam, dem Schlüssel zur Region. Ich würde gern glauben, dass das alles Zufall ist und der Mörder nur den Eichhörnchen hierher gefolgt ist. Glaubst du auch an Ammenmärchenhexe? Oh Mann. Bis später. Gut. Also wird sich hier vielleicht was Größeres anbahnen, Rittersporn. Hätte nie gedacht, dass mir die Plörre in einem Drecksloch wie diesem mal so schmecken könnte.
Die Welt ändert sich, wenn man sie mal von einem Schafott aus betrachtet hat. Was soll's? Berufsrisiko. Dichter ist ja auch ein gefährlicher Beruf. Da irrst du dich, mein Freund. Wir reden hier über die Sorgen und Nöte eines Agenten seiner ehrwürdigen Majestät. Hat Roche dich geworben? Ich bin viel unterwegs und die Krone zahlt großzügig für Informationen über die Nachbarstaaten. Und so opfere ich meine Sicherheit auf dem Altar des Vaterlandes. Du bist für sowas nicht geeignet. Begreif das endlich. Ich nutze meine Talente so gut ich kann. Außerdem, mein Lieber, gilt, Geld stinkt nicht. Und wenn ich mich jetzt zurückziehe, komme ich vors Gericht und werde wohl gehängt. Oh Gott, hat er viel Dialog. Na egal. Alles mal durcharbeiten. Ich kenn dich, du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Volltest war. Willst du die Version hören, die es noch nicht bis nach Flotsam geschafft hat? Der König starb unter geheimnisvollen Umständen. An seinem Leichnam stand der Hexer Geralt mit einem blutbefleckten Schwert in der Hand. Hast du ihn umgebracht? Was immer du sagst, es bleibt unter uns. Der Mörder floh, bevor ich ihn erwischen konnte. Jemand hat mich reingelegt. Was hast du jetzt vor? Blindlings um dich schlagen und hoffen, dass es mal den Schuldigen trifft? Das muss ich gar nicht. Der Mörder ist hier, bei den Scoia'tael. Er weiß, dass ich hier bin. Wir werden uns schon finden. Geralt, ich flehe dich an, mach nichts Unüberlegtes. Wenn Loredo Wind davon bekommt, dass man dich verdächtigt. Was stand in deinem Bericht für Roche? Du hast Vernon einen Bericht über Flotsam geliefert. Was ist dir Ungewöhnliches aufgefallen? Im Freudenhaus haben sie wunderbare Mädchen. Eine hat sogar... Du weißt, was ich meine. Ein Ort wie jeder andere. Hafen, Wirtshaus, eine stinkende Flusskloake. Aber wir Poeten schauen auch in die menschliche Seele. Und da sieht es nicht gut aus. Ich war Zeuge eines Diebstahls, begangen von Wachen, den Hütern des Gesetzes. Sie stahlen Waren und verhöhnten die Opfer lautstark. Ein andermal haben Straßenräuber eine Elfin geschlagen, ohne dass jemand eingriff. Ich weiß, so ist es überall, aber hier geht es nicht mehr nur um Hass. Die Leute werden getrieben von kalkulierter Gier. Sie suchen nach einem Vorwand, um sich zu bereichern. Oh, keine so schöne Stadt. Weißt du inzwischen etwas über die Anschläge? Ich brauche Informationen, die mich auf die Spur des Königsmörders bringen. Ich kenne nur die Gerüchte, die seit Demavens Tod im Umlauf sind. Die Leute verdächtigen jeden, ob Elf, Nilfgaarder oder Riva. Lass mich raten. Auch serikanische Alchemisten und Halblinge sind in die Sache verwickelt. Bekommt man auch zu hören. Aber der Pöbel geht noch weiter. Weißt du was? Das Furchtbarste an den Anschlägen ist das Durcheinander in den Köpfen der Menschen. Was meinst du damit? Das Chaos. Die Leute wissen nicht, was sie denken sollen. Wer gut ist, wer schlecht. Wer weiß, was als nächstes kommt. Boah, diese Glocke im Hintergrund geht mir gerade voll auf den Keks. Was pfeifen die Spatzen so von den Dächern? Und was singen die Poeten? Edirne hat ein Problem. Henselt steht mit einer Riesenarmee am Ponta. Ein Angriff steht kurz bevor. Der letzte Krieg ist lange her. Er liebt es, mit Zinnsoldaten zu spielen, wie alle kleinen Jungen. Aber Catwin wird sich schwer tun. Die Grenze bewacht schließlich Saskia, die Drachentöterin. Was ist das für eine? Eine Söldnerin? Eine Bäuerin, selbsternannte Generälin einer Art Freiwilligenarmee Edens. Die Frauen greifen zu den Schwertern, die Barden kümmern sich um Politik. Was für Zeiten. Und meine Erinnerungen kehren zurück und danach haben wir das auch endlich abgeschlossen. Mir blitzen manche Erinnerungen auf, Rittersporn. Woran erinnerst du dich denn? An meinen Tod. Den habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie ich schon mehrfach erwähnte. Yennefer opferte sich, um dich zu retten. Ich meinte die Zeit danach. Wie ist es möglich, dass du jetzt lebendig hier bist? Ich kann dich hören und sehen. Du atmest. Meine Güte, du bist am Leben. Meine Erinnerungen kehren langsam zurück, Rittersporn. Ich weiß noch längst nicht alles. Oh, wunderbar. Jede Option sind auch vorbei. Ansonsten sind die anderen, glaube ich, alle rausgerannt. Dann werden wir hier mal rausgehen. Wir müssen zum Pier, ne? Ja. So. Da ist der Kai. Oh Gott. Eine riesige Tentakel.
Die Magier bekämpfen ihn. Zumindest eine Magierin. So. Was es aber genau mit dieser Krake oder was auch immer das war auf sich hat, erfahren wir erst in der nächsten Episode.